Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Redux. So, wir müssen jetzt einen anderen Tunnel nehmen. Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Hachong. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? What? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh yeah! Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Einer schon mal umgelegt. Haben die überlebt? Sieht nicht so aus. Doch. Was? Teufel, geht dir vor? Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Scheiße, ich hab nur 30 Schuss, ey. Ah, oh Gott, ah, knallt ihr ab, wir schießen, wir werden in den Himmel. Alter. What the fuck? What the fuck? Ja, gib mal her. Alter, viel zu langsam. Ja. Adion, das Ding kriegt mich. Adion. Spar mir die Mühe. Hilfe. Spar dir die Mühe. Ich warte, bis sie kommen. Alter! What the fuck? Bin ich jetzt echt tot? Nein. Das ist mit Absicht so. Fuck. Na, komm hierher! Schnell! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Bitte! What the fuck? Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihnen den Rausch blasen! Alter, geil!
Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Alter Schwede, die Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Da bin ich mal gespannt. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Mein Junge! Achom, mein Junge! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich, Achom! Achom! Auf dich! So extra Moon, das ist ja. Ach, Jungs, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilz wohl keinen umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Atom. Auf deine Gesundheit. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Atjom! Ja, wenn von mich Geschichten erzählt wird, da höre ich gerne hin. So, erster Eintrag, Riga. Okay, Alter. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht, aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Natürlich dank mir. Dank mir sind wir alle am Leben. Ich bin durstig. Gib mir was zu trinken. Wodka oder Wodka. Tunnelsperrungen sind gut fürs Geschäft. Alter, da unten ist ja einer. Lol. Überall liegt hier Moon. Liegt hier überall. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Guck mal da auch. Ah, also darauf musst du auf jeden Fall achten. Auf dich, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Ganz wichtige. Oh, ein Kind. Gehen wir gleich zu dem. Was will der? Erzählst du mir was? Nein. Was geht hier? Eine Maskierte. Ja? Sei hier vorsichtig. Extra Moon. Irgendwelche Pornohefte. Brauche ich nicht. Der ist im Weg. Da komme ich. Was hat der denn für Augen?
Guck nochmal. Upsala. Upsala. Ich wollte eigentlich ranzoomen und hab geschossen. Rechte Maustaste ist schießen, linke anscheinend auch. Irgendwie verstehe ich das hier gerade nicht. Ich kann hier sozusagen gar nichts anwählen. Okay. Ist schon mal gut zu wissen. Also von da kommen wir gerade. Da ist das Kind. Gehen wir mal hier lang. Oh mein Gott. Danke. Neuer Eintrag. Rischskaya. Zu Hause. An der Messe. Hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme. Seien es ihre Schweine, die sie irgendein Getier eingefangen hatten. Oder Lecks in den Tunneldecken. Oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Super. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt. Denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben. Und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden. Haben nicht einmal den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Ja, hart, traurig. Essen! Ich hab seit Tagen nicht gegessen. Ja, ich hab seit Tagen nichts gegessen. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge, bettle woanders. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Hau einfach ab! Sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Junge, du bist mir unsympathisch. Warte mal. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Und Sie sind wirklich geizig. Oh, der haut ab. Ich dachte, ich gucke mir den ganzen Spaß hier erstmal an. Ich glaube, ich dreh durch. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolska. Überall Türen, hier kannst du überall rein. Theoretisch. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Ich glaube, ich muss dem sogar eine Patrone geben. Und Sie sind wirklich geizig. Ja, komm, du Jammerlappen. Für eine Patrone führen. Danke, gehen wir. Gib Gas, mein Junge. Ach, Leute, hier nach unten kann man auch. Wie? Warum bleibst du stehen, Junge? Da kann man eigentlich auch hin, aber folgen wir dem Jungen hier erstmal.
unten sitzt er. Also, ich Komm gehe. Her. Wiedersehen. Du bist Artyom, richtig? Richtig. Ich bin Artyom. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ich bin bereit, dir zu helfen. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Da hast du recht. Muss ich dem jetzt folgen oder? Oder was? Verlasse sie Riga mit Bourbon. Soll ich mit pushen oder was? Kriegst du alleine hin, ne? Kriegst hin, ne? Ja, kriegst hin. Läuft bei dir. Okay, Action ist hier. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Naja. Die ganzen Wichser kennen wir da alle gar nicht. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ich vertraue dir. Was ist das? Nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Alter, ich habe mich noch nie mal ausgerüstet. Fuck, man. Oder war das mit Absicht? Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Hier musst du besonders leise sein. Die zweiten Tunnel müssen eine Streckensperre sein. Eine gute Entscheidung, mal dahin zu gehen, wo er nicht... What the fuck, Alter? Alter! Okay, also, da war ich ein bisschen zu neugierig. Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsste eine Okay. Ja, da, pass auf, wo? Yo! Alter, die geht überall hin. What?
glaube, die wollen nur mit mir spielen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich da was gelootet habe. Okay, da sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht hin. Wort auf mich! Oh, ganz schön gruselig hier. Und irgendwelche Pilze hier. Überall ein bisschen Ammunition. Scheiße, eine Karawane, alles sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Bald, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Ja, warte mal, ich gehe erstmal hier lang. Irgendwas zu looten gibt. Nichts. Ein paar Bags. Da war doch was. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du musst. Die Frage ist der ganze Shit, den ich hier habe, ne? So kann ich das auswählen, ja, ja. Das ist... Er ballert schon. Alter. Da. What the fuck? Ach so. Alter, was schießt? Ich dachte, das wären irgendwelche Monster, ey. Was sind das für Wichser, ey? Erstmal gucken hier, ey. Da hab ich zweimal von dem... Ne, da will ich doch lieber meine... eine MG haben. What? Stirbst du jetzt oder was? Boah, so viel Ammunition? Also kann ich doch aufheben. Fett. Wie viel hat er denn? Ich hab so viel. Hä? Aber kann ich nicht einfach die Munition nehmen? Das wäre doch irgendwie sinnvoller. Aber nun gut. Hat er mehr Munition? Nee, genauso viel. Oder? Ja. Bisschen buggy anscheinend. Oder so gewollt. Ich guck nochmal genauer hin, ob ich hier noch irgendwas. Aber das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich möchte das, Ey, das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Das muss ich nämlich nachher noch mal ein bisschen abchecken. Aha, ne, keine Ahnung. Ach so, das ist mein Feind. Stirb, mein Junge. Also schon ein bisschen, durcheinander, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, ich muss da mal später ein bisschen abchecken, wie das mit den Waffen wechseln, mit diesen Items wechseln funktioniert. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Du bist nicht in der Stimmung? Das tut's mir leid. Das Licht ausgemacht. Ein bisschen interessanter. Okay. Krasser Shit. Gasmaske. Gasmaske, schnell. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheißer. Alter Schwede, Mann. Du musst überall gucken, ob es was zu looten gibt, ey, wenn du da was Wichtiges verpasst. Oh, scheiße. Ey, da kannst du gar nicht ranzoomen, ey. Okay, da kommt auf jeden Fall was. Kollegen. Artyom, pst, das ist der Militärwagen der Hanse. Die suchen nach den Banditen. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Lol. Soll ich jetzt vor oder was? Okay, sie sind jetzt weg. Wir können so.